Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Ramses der dicke eine, weitere, nee, warte mal, hä? So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Ramses der dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise ein weiterer Teil von der großen Marc Gebauer Hot Sauce Collection, Hot Challenge, wie auch immer, keine Ahnung. Ich hatte mir ein Marc Gebauer Paket besorgt. Ich habe das beim letzten Mal schon gezeigt. Ist hier ein schöner Zettel drin. Da steht ja auch Marc Gebauer drauf. Das ist der Typ, den ich nicht kenne, der immer so schick aussieht, der immer gern scharf isst, immer bei jedem YouTuber in den Videos rumrennt und scharfe Challenges macht. Meistens mehr verträgt als jeder andere. Der irgendwie mit Parfüm und Schmuck und Uhren und Zeugs sein Geld gemacht hat, groß bekannt geworden ist. Der hat jetzt eigene Soßen auf den Markt gebracht und sogar einen eigenen Hot Chip. Wir wollen alle drei Sachen testen. Das hier ist der Hot Chip von Marc Gebauer. Der kommt aber erst im dritten Video. Der hat 9 Millionen Scoville. Da müssen wir erstmal aufpassen. Dann haben wir diese Soße hier von Marc Gebauer. Danake Hot Sauce Extra Ale. Auf der Skala hier 5 von 5 Chilischoten. Circa 1,5 bis 2 Millionen Scoville. Und dann noch die. Aber die haben wir im letzten Video getestet. Marc Gebauer Danakil Hot Sauce Dabahu 250 Milliliter hier in dieser Ketchup-Spritzflasche, so sieht das aus. Die haben wir getestet, die hatte 60.000 bis 80.000 Scoville. Die fand ich ganz gut, also zu Nuggets hat die richtig gut dazu gepasst. So solo fand ich die ein bisschen muffig, aber zu was dazu ging das auf jeden Fall klar. Jetzt haben wir also die zweite Soße. Bevor wir zum Chip kommen. Hier steht Marc Gebauer Danakil Hot Sauce Erta Ale. Ale kenne ich ja nur so als Bier, Pale Ale und so Zeug. Danakil Hot Sauce with Capsicum. Wie viel Capsicum ist da drin? Was ist da überhaupt drin? Zutaten: Wasser, Tomatenkonzentrat, Zucker, 4,5% Capsicum in Klammern 14%. Modifizierte Maisstärke, Essig, Gewürze, Weizenstärke, Salz, Säureregler, Farbstoff. So. Hat also 1,5 bis 2 Millionen Scoville und damit müsste sie ja so scharf sein wie eine Carolina Reaper, die wir auch schon getestet haben. Oder wie eben der Hot Chip, den ihr kennt aus diesen familienfreundlichen Kindersackpackungen, der jetzt überall verboten ist, den wir letztens uns noch reingezogen haben. Einfach um zu gucken, ob man sich mittlerweile an die Schärfe gewöhnt hat. Meine Nase läuft jetzt immer zu. Das sind, glaube ich, die Nachwirkungen von der ersten Soße, dass das jetzt immer zu läuft. Das erste war ja hier so eine Plastikflasche zum Drücken. Das ist jetzt eine Glasflasche. Ich finde hier aber das Etikett, ja, ich fand das beim ersten schon nicht so schön. Hier finde ich es noch schlimmer. Bei euch wirkt das bestimmt im Video gar nicht so schlimm. Ich finde das aber, das sieht so matt aus hier drauf, auch wenn es gerade glänzt. Und das sieht so irgendwie so unscharf und so, mir gefällt das Design einfach nicht und ich finde halt, durch dieses Etikett wirkt das halt irgendwie billig einfach draufgeklebt, draufgeklatscht, auch wenn die vielleicht krass und scharf ist und brutal, mich mag das Design halt jetzt leider nicht so. Marc Gebauer Danakil Hot Sauce Erta Ale ist auf jeden Fall halal. Das müssen wir jetzt aufmachen. Aber vorher müssen wir Nuggets rausholen. Den Chip tun wir zur Seite. Ich habe wieder Nuggets am Start. Die machen wir jetzt kurz warm. Dann testen wir mal diese 1,5 bis 2 Millionen Scoville Soße. Und im Teil 3 seht ihr dann natürlich noch den Hot Chip mit 9 Millionen. Rotzi! So, die Nuggets sind fertig. Ich bin zurück und jetzt verstehe ich auch, was die Leute gemeint haben mit Balkon sicher. Denk mal an Winter, ne? Und ich denke, Bad Winter. Ist so draußen der Schnee und nicht hier drin, aber es ist halt kalt, ne? Hättet ihr das gedacht, dass es im Winter kalt wird, dann schreibt es mal in die Kommentare. Müssen wir für das Thumbnail trotzdem diese Soße mal reinhalten. Sieht halt richtig scheiße aus, das Thumbnail. Wieso guckt man denn auch so dumm? Wieso guckt man denn nicht einfach, wie man guckt? Die müssen wir jetzt aufmachen. Das erste Mal, dass wir diese Soße aufmachen.
Toni, ich dachte, das knackt jetzt richtig, aber ihr seht jetzt, dieser weiße Penisring hat sich jetzt nach unten verschoben. Es riecht auf jeden Fall sehr tomatig. Tomatig fruchtig. Aber wir haben wieder unsere Gouda's Glory Spicy and the Loose Sauce. Und da machen wir jetzt erstmal auf ein Nugget. Zum Neutralisieren. Versteht ihr? Zum Neutralisieren. Also wenn ich ehrlich bin, brennt mir die Fresse noch von der ersten Soße. Und dann habe ich ja die ganze Packung Nuggets gegessen und jetzt muss ich noch eine Packung Nuggets essen und... Aber erstmal kurz zum Erwarmwerden. Mmh. Mann, schmeckt die gut. Oh, ist das toll. Jetzt fühle ich mich bereit für die Erter Ale Marke Bauer Soße. Wie macht man das jetzt? Es wirkt auf jeden Fall flüssiger als das andere. Und das hat aber so eine komplette Öffnung. Ich weiß nicht, wieso das andere zum Drücken ist, durch so einen kleinen Verschluss. Als müsste man da übelst aufpassen mit dem Dosieren. Und hier habt ihr aber nur so eine Glasflasche, wo das halt oben dann einfach so rauskommt. Also es ist ja jetzt wie beim Ketchup. Ketchup ist ja nicht scharf, aber Ketchup braucht auch, bis das mal rauskommt. So, wir sind mal vorsichtig und machen uns mal so einen Tropfen hier drauf. Um das erstmal wirken zu lassen. Boah, das ist ja wie bei der Mad Dog. Die Mad Dog schmeckt ja erst so irgendwie noch Pflaume winderlich auf einmal und dann plötzlich merkst du, wie sich sowas halb Bitteres, Komisches absetzt, also sowas Carolina Reaper-mäßiges. Also, was wohl durch dieses Capsaicin, oder wie es heißt, sich das irgendwie so absetzt, irgendwie so bitter auf der Zunge auf einmal ist und dann so eine Schärfe bildet. Jetzt bin ich aber noch nicht überzeugt genug, deswegen müssen wir natürlich jetzt nochmal hier drauf. Wir brauchen jetzt mal einen großen Oji. Das ist ein großer Haufen. Das ist gefühlt ein zweiter großer Haufen. 1,5 Millionen bis 2 Millionen Scoville. Probieren wir nochmal das zweite. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe mit Hanne so viele Soßen aus dem Soßensemmler getestet, die mega flüssig waren und nur aus Essig bestanden haben, eine Schärfe aufweisen sollten. Die hast du richtig drüber gekippt, das ist richtig rausgelaufen. Die haben so richtig nach Essig geschmeckt und dann kam ein ganz kleines Bitzel hinterher. Die erinnert mich komischerweise jetzt an diese Essigsoßen, nur dass es dann nicht gleich weg ist, sondern dass dann ein Brei auf der Zunge sich verteilt. Also ich weiß nicht warum, ist da so viel Essig drin, ist was anderes drin, ist das wieder dieses, es schmeckt auf jeden Fall interessant. Ich finde die andere hat mehr Geschmack, um jetzt einfach sowas zu machen oder zu würzen. Die ist halt richtig zum Schärfen, irgendwo dran, mit trotzdem einer leichten Essignote. Wir haben jetzt nochmal hier auf das Nugget nochmal einen Tropfen drauf gemacht. Ich merke auch schon, wie alles hier einfach nur rumspeichelt und wehtut. Das ist eine fröhliche, leichte Essignote, die dann nach oben aufsteigt und im Nachgang ein richtiges Brennen verursacht. Also das knallt auf jeden Fall schon rein. Wir können die ja auch mal so probieren, wenn wir die so auf die Gabel machen. So. Ich habe jetzt hier auf der Gabel nur diese Soße. Also du merkst von Gabel zu Gabel, die zündet jedes Mal neu. Die zündet immer mehr und mehr und mehr. Aber geschmacklich finde ich die jetzt nicht so toll. Muss ich sagen, hat mir diese
Dabahu geschmacklich mehr gegeben. Augen fangen schon an zu drehen. Nase rotzt immer noch rum. Also Dabahu hat mir mehr gegeben. Das finde ich geschmacklich leider nicht so. Ist aber zum... Also für eine scharfe Soße ist okay. Die 1,5 bis 2 Millionen. Weiß ich jetzt nicht, ob es die ganze reicht. Red mal schon wie Zange, ne? Es tut auf jeden Fall weh. Es sind auf jeden Fall jetzt Schmerzen da, alles. Wir haben ja auch verschiedene Gäbelchen genommen. Also muss ja klar, dass da jetzt was da ist. Muss klar sein. Und weiß ich nicht. Aber die würde ich, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Da reicht es mir wahrscheinlich, wenn ich einen Tropfen Mad Dog in irgendein Gericht von mir mache. Mad Dog rein, dann hast du keinen verfälschten Geschmack. Du hast keine Essignote, aber hast trotzdem im Nachhinein immer so ein richtiges Brennen und was Scharfes dabei. Das kannst du also vielleicht auch machen, um irgendwelche Gerichte so zu schärfen, dann nochmal Schärfe ranzubringen. Weil so geschmacklich an sich hat es mich leider nicht überzeugt. Wir müssen noch ein drittes Video drehen. Das mache ich aber nicht heute, weil es mir dann so dunkel wird. Ich lasse die zwei Soßen erstmal auf mich wirken und beim dritten Mal melden wir uns zurück mit der Danakil Hot Chip Challenge 18+. Mit 9 Millionen Scoville statt 2 Millionen. Da geht es also nochmal mehr und da ist Pulver drauf. Und ach, das ist auf jeden Fall das Schlimmste, das weiß ich jetzt schon. Aber ich bereite mich vor. Ich esse danach dann auch einen Joghurt, irgendwann in Ruhe abends, damit das im Bauch nicht so zu tun hat. Müsst ihr nur wissen, wie man mit Schärfe überhaupt umzugehen hat, wie man die behandelt. Man muss immer mit Respekt auch entgegenkommen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh, ihr sitzt gerade hier, wollt mir gerade noch irgendwas auf die Nuggets drauf machen und es macht so die Nase frei. Das ist jetzt einfach der Rotz unkontrolliert aus der Nase rausläuft. Das muss man sich mal vorstellen. Vorher also immer Nase putzen, das ist ganz wichtig. Damit das dann nicht so aussieht. Wie auch immer es gerade aussieht, ich sehe es ja nicht. So, peace out, Vorhaut.